Felix weiß Bescheid. Plötzlich sind sie da, egal zu welcher Zeit. Briefe von Felix. Direkt aus dem Norden, nach Süden, West und Ost, fährt er mit dem Ballon und radelt durch den Ost. Auch aus Amerika kommt jede Menge Post. Briefe von Felix. Durch die Wüste reitet er und dann taucht er ab ins Meer. Das Schreiben fällt ihm gar nicht schwer und so viel liebt ihn nimmer mehr. Kein Winkel dieser Welt ist ihm zu weit. Zum Reisen hat der Felix einfach immer ganz viel Zeit. Selbst im Universum sieht man weit und breit. Briefe von Felix. Als Sophie mit dem Bus zu ihrer Oma fahren wollte, ist etwas Schlimmes passiert. Ihr allerliebster Kuschelhase saß auf ihrem Schoß, alles war eigentlich wie immer. Bis an einer Haltestelle zwei Kinder einstiegen. Das Mädchen hatte lange, wunderschöne Haare. Der Junge war etwas kleiner und sagte etwas in einer Sprache, die Sophie noch nie gehört hatte. Sie rückte zur Seite, um den beiden Platz zu machen. Doch da stolperte der Junge und stieß einen Mann an. Der sprang auf und schrie, »Geht gefälligst dahin, wo ihr hingehört! Bei uns habt ihr nichts verloren!« Sophie bekam einen furchtbaren Schreck und schaute den Mann ganz verwirrt an. Doch der rief laut, so dass es jeder im Bus hören konnte, »Man sollte solche wie die gar nicht erst ins Land lassen!« Der kleine Junge drückte sich an das Mädchen, und Sophie wusste ganz genau, dass die beiden entsetzliche Angst hatten. Angst hatte sie auch, aber sie stellte sich vor die beiden. »Aufhören!« rief Sophie. Hinter ihr stand eine alte Frau auf und sagte, »Sie sollten sich schämen!« Jetzt musterten alle Fahrgäste den Mann, und an der nächsten Haltestelle sprang er schnell aus dem Bus. Leute hier im Land, ja, die gibt's auf jeden Fall. Die meckern, meckern, meckern überall. Es gibt Leute hier im Land, ja, die gibt es weit und breit. Die schimpfen, schimpfen rum die ganze Zeit. Auf die Kekse, auf das Klo, auf das Fräulein vom Büro, auf die Nachbarn, auf das Kleid, auf jede kleine Kleinigkeit. Auf den Tag und auf die Nacht, auf jeden, der gern lacht. Auf das Wetter, auf das Licht, auf jeden, der hier anders spricht. Meckern, meckern, meckern überall. Meckern, meckern, meckern überall. Meckern, meckern, meckern überall. Es gibt Leute hier im Land, ja, die gibt's auf jeden Fall. Die meckern, meckern, meckern überall. Es gibt Leute hier im Land, ja, die gibt es weit und breit. Schimpfen, schimpfen rum die ganze Zeit. Auf das Dorf und auf die Stadt, auf jeden, der eine Nase hat. Auf den Wind, auf jedes Kind, auf alle, die hier anders sind. Ja, die schimpfen immer zu, ohne Rast und ohne Ruhe. Ganz zufrieden sind die nie mit allem, was nicht ist wie sie. Lecker, lecker, lecker überall. Mädchen fasste Sophies Hand und sagte, »Danke dir, ich heiße Sita und das ist mein Bruder Karim.«
Als Sophie aussteigen musste, wusste sie, dass die beiden zusammen mit ihrer Familie, dem Zirkus Barelli und 250 Tieren nach Münster gekommen waren und in einem Wohnwagen wohnten. Und Sophie hatte ihnen fest versprochen, sie dort gleich morgen zu besuchen. Der Bus fuhr ab, Sita und Karim winkten. Mit Felix auf dem Arm rannte Sophie die Straße zu Omas Haus hinunter, so schnell, dass seine Ohren im Wind flatterten. Schon im Treppenhaus ruft Sophie: Oma, Oma, stell dir vor, was im Bus passiert ist! Und stürmt die Treppen hoch. Oma streicht ihr beruhigend über das Haar. Komm, wir setzen uns erst mal hin, sagt sie und geht mit Sophie ins Wohnzimmer. Die beiden machen es sich auf Omas Sofa bequem. Sophie holt tief Luft und beginnt zu erzählen. Ihr Kuschelhase Felix sitzt oben auf der Sofalehne und spitzt seine Ohren. Auch Sophies Oma hört genau zu. »Das hast du richtig gemacht«, sagt sie. »Leider sehen viel zu viele Menschen weg, wenn anderen Unrecht geschieht.« Sophie kuschelt sich an Oma und beide denken nach. »Weißt du«, erzählt Oma, »in unserem Land verbietet sogar ein Gesetz, Menschen zu missachten, nur weil sie anders sind.« Das hat Sophie ja noch gar nicht gewusst. »Na, dann soll es auch niemand wagen«, ruft sie und gibt Oma einen dicken Kuss. Zum Mittagessen gibt es Apfelpfannkuchen und davon kann Sophie nie genug bekommen. Als sie die Teller und die Pfanne spült, sieht sie einen Zettel an Omas Pinnwand hängen. Langsam liest Sophie, was darauf steht. »Der Zirkus gibt den Beweis, dass Menschen verschiedener Völker, Religionen und Ansichten zusammenarbeiten können, um anderen Freude zu schenken. Papst Johannes der 23., geboren als Antonio Giuseppe Roncalli, Namensgeber des Zirkus Roncalli.« »Guck mal, Felix«, sagt sie und zeigt auf den Zettel. Da beugt sich ihr allerliebster Kuschelhase weit vor und landet fast im Spülwasser. Sophie kann ihn gerade noch schnappen. Dann wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Oma umarmt Sophie und stupst Felix an. »Na, ich bin sicher, ihr beide werdet morgen im Zirkus viel zu sehen haben.« Am Sonntag wird Sophie schon ganz früh wach. Sie muss nur an ihren Besuch bei Sita und Karim denken und schon kribbelt es in ihrem Bauch. Auch Felix ist aufgeregt, das sieht Sophie sofort. Schließlich kennen sie sich schon ewig, um genau zu sein, seit sie gemeinsam in der Babywiege gelegen hatten. Die beiden verstehen sich einfach immer. Doch ab und zu ist Sophie fast ein bisschen eifersüchtig auf ihren allerliebsten Kuschelhasen gewesen. Denn der hat schon die tollsten Reisen gemacht. Einmal ist er sogar auf dem Mond gelandet und den echten Weihnachtsmann hat er am Nordpol besucht. Aber in einem Zirkus war er noch nie. »Jetzt dauert es nicht mehr lange, Felix«, flüstert Sophie in sein Ohr. »Gleich nach dem Frühstück fahren wir los.« Das große, blau-rote Zirkuszelt sieht sie schon von Weitem. Irgendwo trompetet ein Elefant. »Das hört man bestimmt bis zu Hause«, denkt Sophie und stellt ihr Fahrrad ab. Doch bevor sie weitergeht, öffnet Sophie schnell ihren Rucksack. »Felix, du bleibst da schön drin, mach bloß keinen Unfug.« Dann schaut Sophie sich neugierig um. Unzählige Wohnwagen stehen auf dem Platz. Aber in welchem wohnen Sita und Karim? Sophie weiß gar nicht, wohin sie zuerst schauen soll. Vor ihr grasen 5 Zebras. Und dort hinten führt jemand ein Kamel. Plötzlich steht Sita neben ihr und fasst ihre Hand. »Schön, dass du da bist«, ruft sie glücklich. »Meine Eltern freuen sich schon auf dich.« Hand in Hand laufen Sita und Sophie ins Zirkuszelt. »Mama, Papa«, ruft Sita. »Schaut, das ist meine neue Freundin.« Doch in der Manege kann Sophie niemanden sehen. Da ruft von hoch oben eine Männerstimme: »Herzlich willkommen in der Zirkuswelt, Sophie!« Das ist niemand anders als Sitas Papa, der kopfüber an einem Trapez hängt.
Sophie steht da, stumm vor Staunen, und sieht zu, wie Sitas Mutter an einem Trapez durch die Zeltkuppel schwebt. Blitzschnell gleitet sie an einem Seil herab und steht vor Sophie. »Sie sind aber mutig«, sagt Sophie voller Bewunderung. »Nun, ich finde, du warst sehr mutig, als du Sita und Karim geholfen hast.« Sitas Mama lächelt Sophie an. »Wir müssen jetzt noch etwas trainieren, aber heute Mittag bist du unser Gast.« Sophie nickt und hätte noch viel länger zuschauen mögen, aber Sita zieht sie schon weiter. »Komm, ich zeige dir, wo die Jongleure üben. Das musst du sehen.« Und damit hat sie wirklich recht. »Wenn ich das mal so könnte«, denkt Sophie und beobachtet gespannt, wie die Jongleure bunte Bälle, Keulen und echte Teller blitzschnell in der Luft kreisen lassen. »Das muss man gesehen haben! Der Zirkus ist da!« Denn hier gibt's heute die größte Show der Welt. Zaubertricks und flinke Flöhe und ein Seilenschwindelhöhe. Hoch oben hüpft die schöne Zirkusfee. Übers Seil auf ihrem großen Zeh. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Trara, trara, der Zirkus. Schnell ins große Zirkuszelt, denn hier gibt's heute die größte Show der Welt. Akrobaten, Clowns, Jongleure, Feuerschlucker und Dompteure, Eisenbieger, Tellerdreher und weltbeste Handstandsteher. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Denn hier gibt's heute die größte Show der Welt. Stelzenläufer, Seifenblasen, Clowns mit dicken roten Nasen. Der kleinste Clown spuckt in die Menge rein. Alles kreischt und zieht die Köpfe ein. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Trara, trara, der Zirkus, der ist da. Da stupst Sita sie an und fragt, magst du Pferde? Und als Sophie begeistert nickt, läuft sie mit ihr zu den Ställen. Da gibt es herrliche Rappen, niedliche Ponys und gefleckte Pferde sind auch noch da. Oh nein, ich hab ja ganz vergessen, dir Coco zu zeigen, ruft Sita und rennt mit Sophie zum Wohnwagen. Der ist viel größer, als sie es sich vorgestellt hat. Darin gibt es alles, was es bei Sophie zu Hause auch gibt. Sogar eine Spülmaschine. Coco, komm, na komm, ruft Sita. Sophie traut ihren Augen nicht, denn da kommt kein Hund auf sie zu, sondern ein Schimpanse in einem blau gestreiften Pulli. Der gibt ihr sogar die Hand und will auf ihrem Schoß sitzen. Wenn sie das am Montag in der Schule erzählt, dann fallen die anderen aus ihrer Klasse glatt um vor Neid. Aber es kommt noch besser. Beim Mittagessen sitzt Sophie zwischen Sita und dem Zauberer, Meister So. Den hätte Sophie zu gerne gefragt, ob er ihr einen richtigen Zaubertrick verrät. Doch leider spricht Meister So
nur Englisch und Chinesisch. Als die Nachmittagsvorstellung beginnt, dürfen Sophie und Felix in der ersten Reihe der Ehrenloge sitzen. Von da aus können sie alles ganz genau sehen. Dann gibt es einen Tusch. Sophie hält den Atem an. Denn nun treten Sita und ihr Opa mit Coco in die Manege. Die drei verbeugen sich vor dem Publikum und Sita winkt tatsächlich ihrer neuen Freundin zu. Wunderschön sieht sie aus in ihrem lavendelblauen Kostüm mit der weißen, glitzernden Spitzenborte. Genau passend dazu ist Sitas Haarreif. Auch Coco trägt ein bunt gemustertes Kostüm mit einem lustigen Kragen. Sita macht ihm ein Zeichen und mit einem Satz landet der Schimpanse auf einer schmalen Stange. Er spannt einen kleinen Regenschirm auf und balanciert, ganz ohne zu wackeln, hinüber. Dann macht er eine elegante Verbeugung. Nun springt er auf Sitas ausgestreckte Hände, klettert von dort auf die Schultern von Sitas Opa und macht dort einen Handstand. Und damit nicht genug. Zum Schluss fährt Coco mit einem kleinen Roller rund um die Manege. Nach dieser Aufführung klatscht Sophie, bis ihr die Hände wehtun. Dann wird blitzschnell das Sicherheitsnetz aufgebaut. Und schon fliegen Sitas Eltern mit den anderen Luftakrobaten durch die Zeltkuppel. Nicht nur Sophie hält den Atem an. Da stößt etwas an ihr Knie und sie wispert: Felix, zappel nicht so herum. Doch da ist gar kein Felix mehr. Nach der Vorstellung ist Sita genauso aufgeregt wie Sophie, denn auch Coco ist verschwunden. Obwohl alle bei der großen Suchaktion helfen, gibt es von dem kleinen Kuschelhasen und von dem Schimpansen nicht die geringste Spur. Eine ganze Woche vergeht, ohne dass es Neues von Felix gibt. Obendrein heißt es noch Abschied nehmen, denn der Zirkus bricht seine Zelte ab. Ich werde dich vermissen, flüstert Sophie und umarmt Sita ein letztes Mal. Traurig sieht sie zu, wie die vielen Zirkuswagen auf die Straße fahren. Sie winkt hinter ihnen her, bis die Zirkuswagen immer kleiner werden und schließlich nicht mehr zu sehen sind. Als Sophie am nächsten Tag aus der Schule nach Hause kommt, liegt da ein Eilbrief für sie. Darauf steht in Felix Krakelschrift: Nicht böse sein, ich wurde entführt. Und dies ist ein eiliger Brief an Sophie, Martinistraße 19, 48143, Münster. Und weil es ein so eiliger Brief ist, klebt darauf auch noch ein roter Aufkleber. Express steht darauf. Von wo hat Felix denn nur diesen eiligen Brief abgeschickt, denkt Sophie, und liest gespannt, was bei dem Absender steht. Absender: Felix, zurzeit unterwegs nach Berlin. Darunter hat Felix eine lange Reihe von Zirkuswagen gemalt und darunter noch einen Schimpansen mit einer karierten Latzhose. Sophie hat schon so eine Ahnung, was das zu bedeuten hat, und öffnet den Briefumschlag. Wichtige Eilpost an meine allerliebste Sophie, Martinistraße 19, 48143 Münster, am 6. September, einem sonnigen Sonntag, im Zirkuswagen unterwegs. Liebste Sophie, bitte, bitte sei mir nicht böse, denn ich habe dieses Mal gar kein bisschen Unfug gemacht. Ich wurde entführt. Coco, dieser blöde Affe, hat mich geschnappt und ist blitzschnell mit mir davongerannt. Weil du den Luftakrobaten zugeschaut hast, hast du das leider zu spät bemerkt. Ehe ich mich versah, hatte mich Coco schon in seine Spielzeugkiste gesteckt. Und damit nicht genug. Abgeschlossen hat er auch noch. Da saß ich im Dunkeln. Ganze 7 Tage lang. Der arme Felix, denkt Sophie. Er hat sogar ein kleines Bild gemalt. Da sieht sie ganz genau, wie ihr allerliebster Kuschelhase eingequetscht zwischen einem Ball und einem Holzscheibenspiel festsaß. Und vor der Kiste hängt ein dickes Vorhängeschloss. Was schreibt Felix denn noch? Schnell liest Sophie weiter. Ich dachte schon, ich sitze für immer und ewig in dieser Kiste und würde dich nie wieder sehen.
Kannst du dir denken, was für einen Heißhunger ich hatte? Zum Glück hat mich deine Freundin Sita gefunden und gerettet. Sie hat mich getröstet und Coco ausgeschimpft. Dann hat sie mir Möhrensalat gebracht. Sita ist fast so lieb zu mir wie du, aber eben nur fast. Ach ja, ich muss dir unbedingt noch schreiben, dass wir unterwegs nach Berlin sind. Dort findet übermorgen schon die erste Vorstellung statt. Deshalb kann der Zirkus jetzt auch nicht anhalten. Ich will unbedingt sehen, wie das Zirkuszelt aufgebaut wird. Und ein oder zwei Vorstellungen sehe ich mir auch noch an, ja? Danach komme ich sofort zu dir zurück. Du fehlst mir sehr. Viele Grüße und Küsse. Bis ganz bald, dein Felix. PS, von Sita soll ich dich herzlich grüßen. PPS, diesen Möhrensalat sollten wir zu Hause auch mal machen. Sitas Mama schreibt das Rezept hier noch drauf. Extra für dich. Das gibt es doch nicht, murmelt Sophie. Aber sie weiß nur zu gut, dass bei ihrem Felix nichts unmöglich ist. Doch dann freut sie sich auf den Sonntagmorgen, denn da packt Mama einen großen Picknickkorb mit lauter leckeren Sachen und Sophies ganze Familie fährt in den Zoo. Sophie läuft gleich zum großen Affengehege. Wo dieser verflixte Coco schon ihren Felix entführt hat, will sie sich die Schimpansen mal ganz genau ansehen. Auf einem Baum sitzt eine Schimpansin und hält ein winziges Affenbaby im Arm. Zwei Schimpansen spielen Fangen und ein dritter turnt in einem großen, aufgespannten Netz herum, das einem vom Zusehen schon ganz schwindelig wird. »Schau nur«, sagt eine Tierpflegerin zu Sophie und zeigt auf einige Schimpansenkinder, wie sie sich um ihre kleineren Geschwister kümmern. »Und um kleine Kuschelhasen auch«, denkt Sophie und fragt sich, was ihr Felix jetzt wohl macht. Am Montag läuft Sophie zur Schule und freut sich schon richtig auf die erste Stunde, denn da dürfen alle aus Sophies Klasse erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. Als Sophie von den Schimpansen im Zoo berichtet, nickt ihre Lieblingslehrerin. »Das ist ja prima. Heute sprechen wir über Menschenaffen.« Malte und Oliver machen gleich vor, wie sich Affen benehmen. Sie hüpfen durch die Klasse und rufen. Sophies Lehrerin sieht sich das eine Weile an und sagt dann, »Stimmt, Schimpansen sind laute und sehr intelligente Tiere. Aber das und noch vieles mehr könnt ihr jetzt in euren Arbeitsgruppen herausfinden.« Nun wird es spannend, denn die Arbeitsgruppen werden eingeteilt. Sophie und Johanna sind in derselben Gruppe. Sie schreiben auf, dass die Schimpansen in Herden in Afrika leben und sich in hohen Bäumen Schlafnester flechten. Elena und Benedikt finden besonders spannend, dass sie eine Zeichensprache lernen und Werkzeuge benutzen können. Aber dass ein Schimpanse ihren Felix entführt hat und sie sehnsüchtig auf Post wartet, das verrät Sophie in der großen Pause nur ihrer besten Freundin Johanna. Das ist nicht das Kleine, nicht das Allgemeine, nicht das süße Feine, ein Schlaflied. Das ist nicht das Dino, nicht das Bimbambino, nicht das süße Kino, ein Schlaflied. Pass mal auf, was jetzt geschieht, wer hier an den Strippen zieht. Hörst du schon den Unterschied? Das ist das Affenquatschlaflied. Coco macht heut, was er will. Coco steht und steht nicht still. Coco steht auf Affenquatsch. Coco macht Bananenmatsch. Coco macht die Pferde scheu. Coco klaut das alte Heu. Coco kneift dir in den Po. Coco beißt ins Radio. Das ist nicht das Wuschel, nicht das Wuschelkuschel, nicht das süße Puschel, ein Schlaflied. Das ist nicht das Kleine, nicht das Allgemeine, nicht das süße Feine, ein Schlaflied. Pass mal auf, was jetzt geschieht, wer hier an den Strippen zieht. Hörst du schon den Unterschied? Das ist das Affenquatschlaflied. Coco macht heut, was er will. Coco steht und steht nicht still. Coco steht auf Affenquatsch. Coco macht Bananenmatsch. Coco macht die Pferde scheu. Coco klaut das alte Heu. Coco knallt dir in den Po. Coco beißt ins Radio. Coco macht
was er will. Coco steht und steht nicht still. Coco steht auf Affenquatsch. Coco macht Bananenmatsch. Coco macht die Pferde scheu. Coco klaut das alte Heu. Coco kneift dir in den Po. Coco beißt ins Radio. Auf dem Nachhauseweg stupst Johanna Sophie an. Sieh nur, deine Mama hat etwas für dich. Wie von selbst fangen Sophies Füße an zu rennen und halten erst an, als sie vor Mama stehen. Nun vergisst Sophie ihre Freundin, denn auf dem Briefumschlag mit dem lustigen bunten Fähnchenrahmen steht in Felix Krakelschrift: Nochmals Post für Sophie, Martinistraße 19, 48143 Münster. Und hinten drauf, wo sonst der Absender steht, hat Felix geschrieben: Niemand anderes als dein Felix, zurzeit im Zirkus Barelli in München. Neueste Nachrichten aus dem Zirkus Barelli am 14. September. Hallo, meine weltbeste Sophie. Ich hoffe, du hast dir keine Sorgen gemacht. Hier im Zirkus ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu berichten. Also am besten der Reihe nach. Kaum sind wir in einer neuen Stadt angekommen, da geht die Arbeit los. Zum Glück gibt es den Zeltmeister und seine 35 starken Männer. Ich sage dir, niemand sonst würde es schaffen, dass aus so vielen Stoffbahnen, 8 langen Zeltstangen, aus zig Seilen, Ankern und Haken ein richtiges Zirkuszelt wird. Und das in nur 6 Stunden. Damit Sophie sich das vorstellen kann, hat Felix sogar noch 3 kleine Bilder gemalt. Darauf sieht man, wie das Zirkuszelt aufgebaut wird. Zuerst stehen da nur die Stangen. Darüber werden viele Seile gespannt. Und so wird das bunte Zelttuch dann über die Stangen gezogen. Aber damit nicht genug. Es gibt nämlich noch 3 große Stallzelte. Eines für die Elefanten, eines für die Pferde und im anderen Zelt wohnen die Exoten. So nennen die Zirkusleute die Zebras, Kamele und Lamas. Ich sage dir, besonders gut hat es die Nilpferddame Popea. Zu ihrem Käfig gehört ein kleines Schwimmbecken mit warmem Wasser. Wenn Popea nicht gerade darin badet, sonnt sie sich in ihrem Außengehege. Oder futtert Berge von Heu und haufenweise Knoblauch. Alle wilden Raubtiere. Und davon gibt es hier 14 Tiger, 5 Löwen und 8 Eisbären, haben ihre Käfige gleich neben dem Zirkuszelt. Und sie laufen durch einen Gittertunnel in die Manege. Sophie ist doch sehr beruhigt, als sie noch ein kleines Bild sieht, das Felix gemalt hat. Da läuft nämlich ein ausgewachsener Löwe mit einer mächtigen Mähne durch so einen Gittertunnel. So ist das auf alle Fälle sicherer, denkt Sophie. Wer weiß, wo Felix sich überall herumtreibt und ob so eine Raubkatze nicht mal Hunger auf einen kleinen Kuschelhasen hat. Sophie atmet tief durch und liest den Brief weiter. Aber noch viel mehr gehört zum Zirkus Barelli. Eine Schule mitsamt Lehrerin, eine Schneiderei, in der die Kostüme genäht werden, eine Küche, eine große Werkstatt und sogar eine eigene Feuerwehr. Ich muss mich beeilen. Die Vorstellung beginnt jetzt. Und gleich morgen früh fahre ich mit dem ersten Zug nach Hause zurück. Bis dahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Küsschen. Und keins weniger von Felix. Doch was steckt da noch in dem gelben Briefumschlag? Sophie fasst vorsichtig hinein und zieht einen bunten Lageplan heraus. Darauf steht in Felix Krakelschrift: Dies ist der Lageplan vom Zirkus Barelli. Fast eine kleine Stadt, nicht? Sophie blickt auf die vielen Wohnwagen, die Stallzelte und die Käfig- und Materialwagen und nickt in Gedanken mit dem Kopf. Ja, Felix hat wirklich recht. Das alles ist wie eine Siedlung angeordnet. Und mit diesem Plan findet man bestimmt sofort den Wohnwagen von Sita und Karim oder den Wagen von der Nilpferddame Popea. Popea, Popea, Popea,
sehr freundlich und charmant. Sie ist sehr klug, sie ist sehr schlau, sie kennt die ganze Welt genau. Sie ist so schön, so wunderbar, sie ist ein echter Liebherrstar. Applaus. Sie ist so schön, so wunderbar, sie ist ein echter Liebherrstar. Blickt von dem Lagerplan auf. Sie kann mal wieder nur über ihren Felix staunen. Was für ein Glück der immer hat. Wenn sie die Augen zukneift, dann kann sie Popea in ihrem Schwimmbecken fast vor sich sehen. Und Sita, Karim und die anderen Zirkuskinder auch, wie sie im Schulwagen beim Rechnen sitzen. Vielleicht ist Felix jetzt schon zu ihr unterwegs. Eilig ruft Sophie: Tschüss Mama, ich fahre zum Bahnhof. Dort kommt wirklich ein Zug aus München an, aber darin sitzt kein kleiner Kuschelhase. Auch am nächsten und am übernächsten Tag hält Sophie am Gleis 9 vergeblich nach Felix Ausschau. Die Blumenfrau, die dort ihren Stand hat, kennt Sophie schon. »Sei nicht traurig, er kommt bestimmt«, sagt sie tröstend und schenkt Sophie eine rote Blume. Die stellt sie in ein Glas auf ihren Schreibtisch. Doch als die Blume schon längst verwelkt ist, gibt es immer noch kein Lebenszeichen von Felix. So langsam macht sich Sophie große Sorgen. Irgendetwas muss passiert sein, so viel steht fest. Wenn sie doch nur wüsste, was. Aber bis jetzt ist Felix von jeder Reise zu ihr zurückgekehrt. Und wenn er nach Hause kommt, soll es im Kinderzimmer besonders schön aussehen. Sophie verschwindet im Keller und kommt mit einer alten Tapetenrolle wieder zurück. Lange malt sie. Als ihr Kunstwerk fertig ist, reicht es von der Kinderzimmertür hinter dem Etagenbett bis zum Fenster. Nun hängt eine richtige Zirkuslandschaft an der Wand, mit allem, was dazugehört. Darauf gibt es ein großes, rot-blaues Zirkuszelt, Clowns mit bunten Luftballons, wunderschöne Pferde und Jongleure, die Bälle in der Luft kreisen lassen. Sophie ist sehr zufrieden mit ihren Malkünsten. Nun hängt sie noch zwei Decken vor das Etagenbett. Nur in der Mitte ist ein schmaler Durchgang zum Einsteigen. Da geht die Tür auf und ihre kleine Schwester kommt ins Kinderzimmer herein. »Dass du es nur weißt, Lena«, sagt Sophie wichtig. »Ab heute ist das unser Wohnwagen.« Und so sieht es auch wirklich aus. Das findet nicht nur Lena, sondern auch Mama und Papa, die wenig später den neuen Zirkuswohnwagen besuchen dürfen.
Als die Herbstferien beginnen, übernachtet Sophie bei Johanna. Die beiden haben so viel Spaß, dass sie kaum zum Schlafen kommen. Am nächsten Morgen stapft Sophie, müde, mit ihrem Schlafsack unterm Arm in ihr Haus. Plötzlich ist sie hellwach, denn da liegt ein Brief von ihrem Felix auf der Treppe. Auf dem giftgrünen Brief steht in Felix-Krakelschrift: Allerneueste Nachrichten für Sophie. Martini-Straße 19, 48143 Münster. Das ist in Deutschland. Neugierig dreht Sophie den Briefumschlag um. Seltsam, da ist eine Bananenschale zu sehen. Was das wohl zu bedeuten hat, denkt sie. Und wo steckt ihr Felix denn jetzt? Sie liest, was da steht. Absender Felix Hase mit Zirkus Parelli in Salzburg, Österreich. Darunter hat Felix eine kleine Stadt gemalt mit einer Kirche. Ob das wohl Salzburg sein soll? Jetzt will es Sophie ganz genau wissen und zieht schnell den Brief aus dem Umschlag heraus. Am 11. Oktober in Salzburg und immer noch beim Zirkus Barelli. Meine allerliebste Sophie, ich wäre schon längst bei dir, wenn hier nicht so viel passiert wäre. Der Opa von Sita ist auf einer Bananenschale ausgerutscht. Ich wette mit dir um 10 Kilo frische Möhren, dass niemand anderes als Coco sie einfach dahingeschmissen hat. Weil Opa Moretti nicht mehr aufstehen konnte, wurde er von einem Krankenwagen abgeholt. Sophie hält den Atem an, denn da hat Felix in kleinen Bildern gemalt, was passiert ist. Sie sieht genau, wie der Opa Moretti mit seinem grauen Schnurrbart auf einer Bananenschale ausrutscht, dann wie ein Krankenwagen mit Blaulicht angesaust kommt und auf dem letzten Bild sieht sie Opa Moretti mit Gipsarm, Gipsbein und mit Krücken. Oh je, denkt Sophie, das sieht gar nicht gut aus. Und besorgt liest sie weiter, was ihr Felix geschrieben hat. Nach 5 Stunden kam Opa Moretti aus dem Krankenhaus zurück. Mit einem dicken Gipsbein und einem noch dickeren Gipsarm. Und das bleibt so, für mindestens 6 Wochen. Opa Moretti fluchte, weil er kaum humpeln und schon gar nicht in der Manege auftreten kann. Sita weinte und ihre Mama versuchte, beide zu trösten. Nun war guter Rat teuer. Wer könnte nur Opa Moretti ersetzen? Einer der Clowns versuchte es, doch Coco zwickte ihn immer in den Po. Selbst Pradeep, der jedes Krokodil und die gefährlichste Schlange beherrschen kann, hatte bei diesem Affen keine Chance. Da rannte Coco zu mir. Sita schaute mich an und nun gab es schrecklich viel zu tun. In nur 2 Stunden zeigte mir Sita, was ich wann in der Manege zu tun hatte. Währenddessen nähte die Schneiderin ein Kostüm für mich. Glaubst du mir, dass ich für Lampenfieber überhaupt keine Zeit hatte? Dann war es soweit. Der Vorhang ging auf. Ich hätte mir fast eine Pfote vor die Augen gehalten. So hell waren die Lampen. Sita gab mir einen Stups. Wir verbeugten uns und dann lief alles wie am Schnürchen. Du verstehst bestimmt, dass ich Sita und den Zirkus Barelli jetzt nicht im Stich lassen kann, oder? Morgen geht es weiter nach Wien. Sita sagt, das ist die Hauptstadt von Österreich. Aber nun 1 Million Küsse nur für dich. Ich melde mich bald wieder. Das ist fest versprochen von deinem einzigen Felix. Manege frei, Manege frei, Felix ist heute auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Manege frei, Manege frei, Felix ist heute auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Coco kann toll balancieren. Das ausprobieren. Die Leute rufen O und A. Felix fühlt sich wunderbar.
ganz besonders schöner Duft. Die Leute klatschen, trampeln, schreien, so schön kann's nur im Zirkus sein. Manege frei, Manege frei, Felix ist heute auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Manege frei, Manege frei, Felix ist heute auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Der Vorhang fällt, das Licht geht aus, Felix wär jetzt gern zu Haus. Da hört er tosenden Applaus und geht mit Coco nochmal raus. Manege frei, Manege frei, Felix ist heut auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Manege frei, Manege frei, Felix ist heut auch dabei. Ein Kuschelhase als Artist, der heute hier der Stargast ist. Der heute hier der Stargast ist. Der heute hier der Stargast ist. Sophie hat kaum den Brief zu Ende gelesen, da rennt sie schon zum Telefon und ruft ihre Oma an. »Stell dir nur vor«, ruft sie, »mein Felix tritt im Zirkus auf, erst in München und jetzt auch noch in Österreich.« Oma ist genauso beeindruckt wie Sophie und meint, sieh an, es gibt nichts, was es nicht gibt.« Sophie steckt den Brief in ihre Hosentasche und klettert in ihre Baumbude. Da oben im alten Apfelbaum kann sie immer gut nachdenken. Viele bunte Blätter liegen auf dem Rasen und richtig warm ist es auch nicht mehr. Sophie fröstelt. Hoffentlich ist Opa Moretti bald wieder gesund, denkt sie, damit Felix endlich wieder bei mir ist. Denn besonders abends im Bett fehlt Sophie, ihr allerliebster Kuschelhase, ganz schrecklich. Als Sophies Eltern vom Einkaufen nach Hause kommen, klettert Sophie vom Baum hinunter und rennt ins Haus. »Mama, Papa, seht nur«, ruft sie und schwenkt den Brief. Jetzt dürfen auch ihre Eltern den Brief lesen. Dann blicken die beiden auf und rufen fast gleichzeitig, »Na sowas, nun ist unser Felix ein Zirkusstar.« Mama geht ins Wohnzimmer. »Sieh mal«, sagt sie und schlägt ein Fotoalbum auf. »Lange bevor ihr geboren wurdet, waren Papa und ich auch in Wien.« Sophie schaut sich die Seiten an. »Das große Riesenrad gefällt ihr, die weißen Pferde und die Cafés auch.« »Seid ihr auch in dem Schloss gewesen?« fragt sie und deutet auf eine eingeklippte Postkarte, auf der ein prächtiges Schloss zu sehen ist. Mama schüttelt den Kopf. »Leider nur im Schlosspark«, sagt sie und muss lachen. Doch mehr verrät sie nicht. Papa druckst zuerst herum. Dann gesteht er, dass er damals mitten in der Nacht mit Mama über den Zaun in den Schlosspark geklettert ist, um das Schloss aus der Nähe zu sehen. »Gut, dass wir vier jetzt auf euch aufpassen«, sagt Sophie streng und ist sehr zufrieden, dass Mama und Papa nun rot werden. Im Oktober bringt der Briefträger noch einen Brief von Felix. Sophie macht einen Freudentanz und Julius sagt kopfschüttelnd, »Dieses Jubelgeschrei hört man ja bis ans Ende der Straße.« Er blickt seiner Schwester nach. Die verschwindet mal wieder in ihrer Baumbude, zieht die Strickleiter hoch, setzt sich auf die kleine Kiste und öffnet aufgeregt den neuesten Brief von Felix. Schon der Briefumschlag sieht so richtig fröhlich aus. Bunte Hüte und Ringe sind darauf zu sehen. Und die Elefantenbriefmarke findet Sophie richtig süß. Natürlich ist dieser Brief nur für sie. Da steht es auch mit schwarzer Tinte. Post für meine weltbeste Sophie. Martinistraße 19, 48143 Münster, Deutschland. Und hinten drauf steht,
abgeschickt von Felix in Wien, Österreich. Daneben hat Felix noch ein Riesenrad gemalt, das erkennt Sophie sofort. Und er hat in klitzeklein daran geschrieben, hier gibt es so ein Riesenrad. Sophies Finger zittern, als sie den Briefumschlag öffnet, weil es alles andere als warm in der Baumbude ist und weil sie so gespannt auf den neuesten Bericht von ihrem Felix ist. Als erstes fällt ihr ein Foto entgegen. Das zeigt doch tatsächlich ihren kleinen Kuschelhasen, wie er ganz lässig auf dem Rüssel von einem riesigen Elefanten sitzt und eine Flagge schwenkt. Sophie kneift die Augen zusammen und kann lesen, dass da Circus Barelli auf der Flagge steht. Felix sieht wirklich sehr schick aus, denn er trägt eine blaue Weste mit gelber Borde und mit dicken roten Bommeln. Genau so stellt Sophie sich einen Zirkusstar vor. Aber was hat der neue Zirkusstar denn alles erlebt? Sophie faltet vorsichtig den Briefbogen auf und beginnt zu lesen, was Felix geschrieben hat. Ganz früh morgens am 29. Oktober. Servus, Sophie. So sagt man nämlich hier in Wien. Ganz früh und dunkel ist es noch. Außer mir sind nur die Stallmeister auf den Beinen und füttern die Tiere. Gleich daneben hat Felix noch einen kleinen Wecker gemalt, dessen Zeiger stehen auf 5 Uhr früh. So, so, murmelt Sophie, da muss er ja wirklich früh aufstehen. Schnell liest sie weiter. Ich habe so viel an dich denken müssen, denn du fehlst mir sehr. Das Zirkusleben ist anstrengend, aber es macht auch viel Spaß. Stell dir vor, letztens durfte ich sogar reiten, auf Kilimanjaro, dem Elefanten. Sita hat ein Foto gemacht, als ich auf seinem Rüssel geschaukelt habe. Unsere Nummer mit Coco wird immer besser. Wir üben jeden Tag und zum Glück macht er so gut wie keinen Affenquatsch. Inzwischen kenne ich mich in der Zirkuswelt schon ganz gut aus. Noch nie habe ich so viele verschiedene Sprachen auf einem Fleck gehört. Das kommt daher, weil Menschen aus 20 Ländern zum Circus Barelli gehören. Ich glaube, Sitas Mama spricht gleich 6 Sprachen. Seitdem die Familie von Igor zum Zirkus gehört, lernt Sita sogar Russisch, weil sie ihn so nett findet. Aber nicht weitersagen. Ich verstehe leider nur Bahnhof. Und das ist richtig schade. Felix hat ein Bild von Sita und Igor gemalt. Die beiden stehen nebeneinander und über ihren Köpfen sind rote Herzchen zu sehen. Sophie ist sich ziemlich sicher, dass Sita in Igor verliebt ist. Wie schade, dass sie ihre Freundin jetzt nicht treffen kann. Die würde ihr bestimmt alles über Igor erzählen. Das wäre vielleicht aufregend. Aber was schreibt Felix denn noch? Gestern sah mich Opa Moretti lange an. Und sagte leise, wer einmal ein paar Schuhe im Zirkus abgelaufen hat, der bleibt ihm für immer treu. Mir wurde ganz komisch, aber für mich gilt das sowieso nicht, weil ich doch keine Schuhe trage, obwohl ein paar Gummistiefel nicht schlecht wären. Sophie muss lachen, denn Felix hat sich in einem großen Paar knallroter Gummistiefel gemalt, wie er in einer riesigen Pfütze steht. Zu niedlich sieht das aus. Am liebsten würde sie ihren Kuschelhasen knuddeln, aber leider ist er ja weit weg von ihr und seinem Zuhause. Auf dem Platz sind so viele Pfützen, denn in den letzten Tagen regnet es nur noch. Was gibt es Neues bei dir, Sophie? Pass gut auf dich auf und hol dir keine Erkältung. Das wünscht sich dein Felix. PS, morgen geht's weiter in die Schweiz. Als Sophie vom alten Apfelbaum klettert und ins Haus kommt, hat sie eiskalte Hände. »Du bist ja ganz verfroren«, sagt Mama und macht dir eine Tasse warme Milch mit Honig. Sophie trinkt die Milch in kleinen Schlucken und grübelt. »Mama, wenn ich später einmal viele Sprachen lerne, kann ich dann die Menschen in aller Welt verstehen?« Mama nickt. »Alles verstehen kann man nicht immer«, sagt sie. Aber wenn du eine andere Sprache sprichst, dann ist es etwas leichter. Sophie fallen gleich einige Kinder aus ihrer Klasse ein, die 2 Sprachen sprechen. Elena und Chiara,
Pedro und die Zwillinge Selim und Baris auch. In der nächsten Pause muss sie die unbedingt fragen, wie man in ihrer Sprache »Hallo, ich heiße Sophie« sagt. Doch es kommt ganz anders. Denn am Montag gibt es in der großen Pause einen bösen Streit auf dem Schulhof. Niemand weiß, warum Lukas und Baris plötzlich auf dem Boden liegen und miteinander kämpfen. Sophie, Johanna, Pedro, Chiara, Oliver und Malte stehen um die beiden herum und sie wissen nicht, was sie tun oder sagen sollen. Da kommt Sophies Lieblingslehrerin angerannt. »Hört sofort damit auf«, ruft sie und trennt die beiden. Die Hose von Lukas ist ganz schmutzig und Baris Anorak hat einen Knopf weniger. Zuerst schauen beide starr auf den Boden, denn sie wollen sich nicht die Hand geben und sich beieinander entschuldigen. Erst später, als die Pause vorbei ist, kommt heraus, was passiert ist. So richtig angefangen hat eigentlich keiner von beiden. Baris hat Lukas wegen seiner roten Haare gehänselt. Da wollte Lukas ihn zwingen, sein Wurstbrot zu essen. Baris und Selim dürfen aber keine Wurst aus Schweinefleisch essen, denn sie kommen aus der Türkei und das verbietet ihnen ihre Religion. So war das also. Aber warum ist das so? Selim erzählt, dass vor langer Zeit Mohammed den Koran geschrieben hat. Das ist unser heiliges Buch. Darin steht, wie wir Moslems leben sollen und dass wir kein Schweinefleisch essen dürfen. Nun wollen die anderen aus Sophies Klasse wissen, ob Moslems auch eine Kirche haben. Aber sicher doch, sagt Baris. Die heißt aber Moschee. Er hält ein Foto hoch, damit es alle sehen können. Darauf ist ein wunderschönes weißes Gebäude mit einer Kuppel und 6 hohen Türmen zu sehen. Erkennt ihr die hohen Türme? Fragt er. Von da oben ruft der Muezzin die Gläubigen 5-mal am Tag zum Gebet. 5-mal am Tag beten? Das ist aber viel, findest du nicht? Flüstert Sophie ihrer besten Freundin Johanna zu. Da klingelt es und die Schule ist aus. Abends liegt Sophie im Bett und denkt nach. Sie ist sich ganz sicher, dass Gott viele Gesichter hat, genau wie die Menschen in aller Welt. Dann beginnt der November. Zu ihrem Geburtstag wünscht sich Lena ein Zirkusfest. Papa darf der Zirkusdirektor sein. Er trägt einen schwarzen Zylinder auf dem Kopf, hat seinen besten schwarzen Anzug angezogen und eine schicke rote Schärpe um den Bauch gebunden und empfängt die Gäste an der Haustür. »Willkommen im Martini-Zirkus«, ruft er und führt die Geburtstagsgäste in die Manege. Die ist nur heute im Wohnzimmer auf dem großen runden Teppich und dort beginnt um Punkt 4 Uhr die Vorstellung. Oma jongliert zuerst mit Apfelsinen und dann mit Negerküssen. Dabei gibt es ein kleines Problem. Aber der eine Zerquetschte schmeckt Lena trotzdem noch. Dann stolpern die beiden Clowns, der neckische Nikolas und der juxige Julius, so sehr über ihre Füße, dass die Zuschauer Tränen lachen und Mama Angst um ihre Stehlampe bekommt. Sophie und Kater Kasimir von nebenan zeigen eine atemberaubende Raubtiernummer und alle klatschen begeistert, als Kasimir mit einem eleganten Satz durch den alten Hula-Hoop-Reifen springt. Danach tänzelt Mama mit einem Regenschirm in der Hand über das Hochseil. Das war früher einmal eine alte Fußbodenleiste, aber mit etwas Fantasie sieht es aus, als würde Mama in luftiger Höhe schweben. Nach der Vorstellung warten 3 Blechpizza auf die hungrigen Artisten und die Zirkusbesucher. Und als Lena abends im Bett liegt, ist sie sich ganz sicher, dass das der allerschönste Geburtstag von allen war. Aber der November hält noch mehr Überraschungen bereit. Zuerst kommt Tante Edda zu Besuch. Sie schläft bei Sophie und Lena im Zimmer und erzählt eine gruselige Gespenstergeschichte. Und am nächsten Morgen bringt der Briefträger neueste Nachrichten von Felix. Auf einem himmelblauen Briefumschlag sind Schneekristalle und viele Schneeflocken zu sehen. Die Briefmarke zeigt einen Snowboarder, der einen wilden Sprung über einen Hügel macht
Und Sophie ahnt schon, dass ihr kleiner Kuschelhase irgendwo gelandet ist, wo es kalt und verschneit ist. Auf dem Brief steht: Post von unterwegs an Sophie, Martinistraße 19, 48143 Münster. Und in klein hat Felix noch geschrieben: Dort, wo es große Berge gibt. Sophie dreht den Brief um und muss lachen, denn da ist ein Schneemann auf Skiern zu sehen. Der sieht einfach zu komisch aus. Dann liest sie gespannt, was in Krakelschrift geschrieben ist. Absender: Felix, zurzeit irgendwo an einem einsamen Briefkasten in einem Bahnhof in den Alpen. Aha, denkt Sophie, in den Bergen ist er, denn sie weiß genau, dass die Alpen ein Gebirge sind. Aufgeregt beginnt sie zu lesen. Kalt ist es in den Alpen, am 4. November. Liebste Sophie, ich wusste gar nicht, dass es in der Schweiz so hohe und so viele Berge gibt. Dagegen wirkt selbst das große Zirkuszelt winzig klein. Die Bergspitzen sind ganz weiß, denn dort oben liegt schon Schnee. Bald fällt noch mehr Schnee, sagt Zita. Und deshalb zieht der Zirkus Barelli nach Köln ins Winterquartier. Das ist eine Art riesig großer Bauernhof mit Ställen, Weiden und einer Scheune. Dort bleiben die Zirkustiere mit ihren Pflegern bis zum nächsten Frühjahr. Sitas Familie, Coco und die anderen Luftakrobaten fliegen mit einem Flugzeug nach Amerika. Denn in den Wintermonaten treten sie im amerikanischen Zirkus Ringeling auf. Opa Moretti ist nun auch endlich seinen Gips los. Na, ahnst du was? Ich komme jetzt zu dir nach Hause. Bis nach Köln sind wir mit 2 Sonderzügen und fast 50 Waggons unterwegs. Für die Elefanten und die Giraffe gibt es extra Spezialwagen. Die Tiger und Eisbären reisen natürlich in ihren Käfigwagen. Und die 400 Zirkusleute ganz normal in Passagierwagen. Von Köln aus nimmt mich der rasende Robert, der auf seinem Motorrad die tollsten Kunststücke macht, bis nach Münster mit. Ich darf hinten drauf sitzen, bekomme eine Motorradbrille auf und eine dicke Jacke an. Nur an den Abschied darf ich gar nicht denken. Sita fällt er genauso schwer wie mir. Zur Erinnerung hat sie mir ihr schönstes Tuch geschenkt. Das hat sie als Beutel geknotet und darin Proviant für mich und eine Überraschung für dich eingepackt. Coco sah mich lange an. Dann schlug er die Pfoten vors Gesicht und wimmerte. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn so lieb haben würde. Aber ich gehöre zu dir. Für immer und ewig. Ich freue mich riesig auf dich. Dein Felix. Hey, la la, 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 hey, la la
Juhu, mein Felix kommt zurück, ruft Sophie und tanzt mit dem Brief in der Hand durch das ganze Haus. Tante Edda darf den Brief lesen. Dein Felix hat recht. In den Alpen sind die höchsten Berge von Europa, sagt sie. Da war ich schon oft zum Skilaufen. Aber so einen Sonderzug würde ich ja mal gerne aus der Nähe sehen und diesen rasenden Robert auch. Na sowas, denkt Sophie. Doch bevor sie etwas fragen kann, erzählt Tante Edda schnell von den Tieren, die in den Bergen leben. Die Murmeltiere und Gämsen würde Sophie gerne einmal beobachten. Aber am allerliebsten möchte sie ihren reiselustigen Kuschelhasen wiedersehen. Ungeduldig schaut sie aus dem Fenster, doch da gibt es von Felix noch keine Spur. Kurz vor St. Martin sitzen Sophie und ihre Geschwister am Küchentisch und basteln Laternen. Auf dem Küchentisch liegen Bunt- und Transparentpapier, Kleister, Pinsel, Scheren und Buntstifte. Lena, Nikolas, Julius und Sophie sind sehr beschäftigt. Sie schneiden und kleben, malen und basteln. Draußen pfeift der Wind ums Haus. Obwohl es erst 5 Uhr ist, wird es schon dunkel. Plötzlich zuckt Sophie zusammen. Der Kleistertopf fällt um. Mensch, pass doch auf, schimpft Nikolas. Sophie schüttelt den Kopf. Hört ihr das nicht? Ruft sie. Da kommt ein Motorrad. Die 4 spitzen ihre Ohren. Und tatsächlich, das Knattern kommt immer näher. Noch vor ihren Geschwistern ist Sophie an der Haustür und reißt sie auf. Eine kalte Windböe weht ihr entgegen. Aber das stört Sophie kein bisschen. Denn unter der Straßenlaterne hält ein feuerrotes Motorrad an. Und hinten drauf sitzt niemand anderes als Felix. Einige Sekunden später umarmt Sophie ihren Kuschelhasen. »Ach, Felix«, ruft sie, »du hast mir ja so gefehlt.« Sie drückt ihre Nase in sein weiches Fell. Das duftet noch ein bisschen nach den Sägespänen aus der Manege. Nun flüstert sie etwas in sein Ohr und vergisst ganz, den rasenden Robert zu begrüßen. Da ruft Mama, »bitte kommen Sie doch auf einen Tee ins Haus.« Zum Tee trinken hat Sophie aber gar keine Zeit. Sie verschwindet mit Felix und den geheimnisvollen Geschenken im Kinderzimmer. In dieser Nacht schläft Sophie mit ihrem Felix im Arm besonders gut. Aber Sophie wird ihren allerliebsten Felix so schnell nicht mehr aus den Augen lassen. Doch wer Felix kennt, der weiß, dass er ein sehr, sehr reiselustiger Kuschelhase ist. Und man weiß nie, was er als nächstes ausheckt.